Die Hufers, Playmobil-Reiterhofgeschichten. Folge 32, Herbst bei den Hufers. Herbst, die kuschelige Jahreszeit. Ja, im Wald sieht es auch schon so schön bunt aus. Die ganzen Blätter verfärben sich. Der Herbst ist auf dem Hof die arbeitsreichste Jahreszeit. Es gibt sehr viel zu tun. Den ganzen Garten winterfest machen und. Aber wir werden auch jede Menge Spaß haben. Oh ja, ich möchte auch Kastanien und Eicheln sammeln. Also ich freue mich schon riesig auf die ganzen Herbstarbeiten. So, ich gehe jetzt die Äpfel pflücken. Viel Spaß! Die sehen aber lecker aus. Ich freue mich schon auf Apfelkompott und Apfelkuchen. So. Was machst du denn da, Oliver? Na, es ist so schon windig. Da dachte ich mir, ich bastel einen Drachen für dich. Wie toll! Darf ich den nachher mit dir steigen lassen? Natürlich, Laura. Herbst ist auch Erntezeit. Das macht sich auch in meinem Obst- und Gemüsegarten bemerkbar. Was für ein schöner Kürbis. Daraus mache ich heute eine leckere Kürbissuppe. Hallo Bernhard, na wie geht's? Bringst du mir wieder eine Nachricht von Opa? Ja, du bist eine tolle Brieftaube. Liebe Laura, magst du gleich mal vorbeikommen? Ich möchte ein Vogelhaus bauen, da können wir auch gleich eins für euch bauen. Gruß Opa. Au ja, das mache ich total gern. Hallo Opa. Hallo Laura, komm, ich habe schon alles vorbereitet. Toll! Jetzt wird es ja langsam kühler. Wir helfen den Vögeln durch die kalte Jahreszeit. Denn sonst finden sie immer weniger zu fressen. Ach Opa, die Vogelhäuser sind uns wirklich gut gelungen. Das sind ja jetzt Futterhäuser. Es gibt auch noch Nistkästen. Davon habe ich ja auch ein paar. Du befüllst das Häuschen am besten, nachdem du es bei euch in den Baum gesetzt hast. Ich gebe dir dann eine Tüte mit einer Körnermischung mit. So kann sich jeder Vogel dann herauspicken, was ihm am besten schmeckt. Gut, alles klar. Na, magst du mein Vogelhäuschen, Bandit? So, jetzt gibt es Kürbissuppe. Habt ihr nicht Lust auf einen Ausritt im Wald heute Nachmittag? Ist das schön, im Herbst durch den Wald zu reiten. Schaut mal, wie bunt der Wald aussieht. So verändert. Da hinten, die beiden Eichhörnchen. Die sind aber süß. Laura, komm mal schnell hierher. Im Laub versteckt sich eine Igelfamilie. Oh, sind die niedlich. Die Mutter hat ein Junges. Na, ihr Süßen? Sie suchen sich jetzt schon ihren Unterschlupf für den Winterschlaf. Schaut mal, da liegen Eicheln und Kastanien auf dem Boden. Ich sammle ein paar. Laura, lass uns mal versuchen, ob der Drachen gut steigt. Der Wind ist jetzt sehr gut. Und der Platz hier auf der Lichtung ist perfekt. Ja, er fliegt. Schön, dass es gerade so windig ist. Halt ihn gut fest, da kommt eine Windböe. Puh, das war die letzte Obstkiste. Was für eine ertragreiche Ernte dieses Jahr.
Da werden wir viel zu tun haben, alles einzukochen. So, hier bin ich. Als erstes das Apfelmus. So viele Gläser Eingemachtes. Wir sind fertig, Laura. Ja! Bandit, was ist denn los? Ach, Oma, Oma, hallo! Hallo, Laura. Mama, wie geht es dir? Danke, uns geht's gut. Schau mal, ich war heute Pilze sammeln und habe so viele gefunden, da habe ich euch gleich welche mitgebracht. Die sehen ja lecker aus. Danke, Oma. Vielen Dank. Komm gleich mit in die Küche. Dann gebe ich dir dafür ein paar Gläser Eingemachtes mit. Wenn du zu viele hast, Isabel, dann lass uns auch morgen beim Wochenmarkt welche verkaufen. Das können wir machen. Das ist wirklich eine gute Idee. Der Herbst ist wirklich eine wunderschöne Jahreszeit. Jetzt kommt die Outtakes. Hallo Bernhard. Na, Bernhard, ich höre mich an, so dich heulen. Ich gebe dir dann eine Küche. Ich gebe dir dann eine Tüte mit einer Körnermischung. So, das war die letzte Früchtekiste. Sag es mal so, als hättest du was geschleppt. So, das war die letzte Früchtekiste. Das können wir machen. Das ist wirklich eine gute Idee. Das ist wirklich so schlimm. Folge 32. Folge 32. Herbst bei den Hufers. Herbst bei den Hufers. Gut.